Das ist das iPhone 14 und es ist quasi ein iPhone 13 Pro mit ein paar kleinen Abstrichen. Wenn ich also nicht weiß, welches der neuen iPhones soll ich denn kaufen, darum geht es hier in diesem Video. Vielen Dank an Vodafone, die das Video möglich gemacht haben. Die haben natürlich auch alle iPhones bei sich. Link findet ihr in der Videobeschreibung. Apple hat dieses Jahr wieder 4 neue iPhones vorgestellt, nämlich die normalen und die Pro-Varianten mit jeweils 6,1 Zoll für iPhone 14 und iPhone 14 Pro und 6,7 Zoll mit dem neuen iPhone 14 Plus und dem teuersten Modell, dem iPhone 14 Pro Max. Designmäßig sehen die iPhones sehr ähnlich aus wie die 12er und 13er iPhones. Apple ist also sehr sicher in ihrem Design. Und ich selber kann nur sagen, ich mag das Design sehr, aber es ist jetzt nicht unbedingt das Bequemste in der Hand, weil es halt so kantig ist. Den meiner Meinung nach schickeren Rahmen gibt es in der Nicht-Pro-Variante, das ist nämlich mattes Alu. Die Pro-Varianten, die haben so einen Hochglanz-Edelstahlrahmen, der eher aussieht wie so ein Schmuckstück. Bei den Pro-iPhones ist die Rückseite mattiert und es gibt ein Kameraelement mehr. Und das steht dieses Jahr bei den iPhones auch nochmal ein ganzes Stück weiter raus. Für den es also ein No-Go ist, der muss zu den iPhone 14ern greifen oder halt eine dicke Case draufsetzen. Während ich die Geräte in zwei Größen bekomme, unterscheiden sich die verbauten Displays in normalen und Pro-Modellen doch erheblich. Die Pro-iPhones werden nämlich 1000 statt 800 Nits hell und im HDR-Modus sogar im Maximum bis zu 1600 statt 1200 Nits hell. Und nur bei den Pro-Modellen gibt es auch quasi noch einen Boost-Modus, der bei sehr heller Umgebung, bei Sonnenschein, auf bis zu 2000 Nits hochgehen kann. Wer also sein Handy viel draußen benutzt, für den ist das auf jeden Fall ein Unterschied, der das Geld wert sein kann. Man muss allerdings nur bedenken, dieser Boost-Modus erzeugt natürlich viel Wärme und wenn es außen sehr warm ist, dann dunkelt das Display wie auch bei den 13er Modellen vergleichsweise schnell ab. Das heißt, ja, für kurze Zeit ist das sehr nett, aber auf längere Zeit wird das Display wieder abdunkelt, damit das Handy nicht überhitzt. Außerdem kommen die Pro-Modelle mit ihrem ProMotion-Display. Das heißt, sie laufen sehr, sehr flüssig mit bis zu maximal 120 Hertz Bildwiederholrate, aber erstmalig auch mit bis zu einem Hertz Bildwiederholrate statt 10 auf der unteren Seite. Und das heißt, Apple hat es jetzt erstmals möglich gemacht, dass wir auch ein Always-On-Display haben können. Und das ist meiner Meinung nach eine der besten Umsetzungen auf dem Markt. Denn das Display wird nicht schwarz und dann kommt ein ganz anderes Display, wo irgendwie die Uhrzeit steht, sondern es ist quasi mein Lockscreen, nur in gedimmter Version. Meiner Meinung nach aber immer noch ein bisschen hell. Also manchmal habe ich ja gedacht, ist mein Display noch an? Bis ich dann festgestellt habe, dass nee, ist das Always-On-Display. Aber weil man ja mit iOS 16 den Lockscreen sehr stark anpassen kann, kann man damit auch das Always-On-Display sehr stark anpassen. Und es sieht sehr ähnlich aus wie der eigene Lockscreen. Und das ist schon ziemlich cool, vor allem wenn man die Widgets zum Beispiel mitnutzt, die ja mit iOS 16 auf dem Lockscreen gekommen sind. Und die Pro-Modelle haben jetzt auch die Dynamic Island. Apple hat hier also einfach quasi die Notch ein bisschen kleiner gemacht und dann dieses Loch, was da entstanden wäre, was hier so ein bisschen länglich ist, eigentlich sind es zwei Löcher, aber Apple versteckt das in so einer Pille quasi, als Feature umgesetzt. Denn jetzt kann ich auf einmal damit Multitasking betreiben. Dort werden zum Beispiel Timer abgelegt oder Navigation oder Musik, die ich abspiele. Es gibt da eine Handvoll Animationen, die da stattfinden können, wie Face ID und quasi die ganzen Sachen, die vorher mit so verschiedenen Systemen, Benachrichtigungen gelöst waren, können jetzt alle oben so ein bisschen einheitlicher stattfinden. Und das bedeutet, Apple hat dieses, ich sag mal, störende Element, was sonst eigentlich da wäre, in ein Feature umgewandelt. Und damit Props an Apple. Ist es ein Feature, was man unbedingt braucht? Auf keinen Fall, aber es ist was, was man unbedingt haben möchte und was einfach richtig cool aussieht und richtig Spaß macht zu benutzen. Auf jeden Fall. Hardware-mäßig bekommen die normalen iPhone 14er den gleichen Chip, der auch letztes Jahr im iPhone 13 Pro steckte. Heißt 6 GB RAM und 2 Performance, 4 energiesparende Kerne und 5 Grafikkerne. Also genau der gleiche Chip wie letztes Jahr. Die gleiche Anzahl an Kernen, aber auf 4 Nanometer gibt es im neuen Apple A16 Bionic, aber nur in den Pro-Modellen. Bisschen schneller, bisschen energiesparsamer. Der Unterschied ist nicht riesig, also auch von der Performance her nicht. Also da merkt man jetzt im Alltag nicht wirklich was, aber es sei gesagt, dass das da drin ist, weil natürlich der neue Chip ein bisschen energiesparsamer ist und sich das natürlich in der Akkulaufzeit der neuen iPhones bemerkbar macht. Die Akkulaufzeiten sind ähnlich wie bei den Vorgängern, außer beim iPhone 14 Plus, das gab es ja letztes Jahr noch nicht. Da kriegt man quasi den Akku aus dem iPhone 14 Pro Max, aber in einem etwas günstigeren Gerät, was auf jeden Fall ein sehr großes Plus für das Plus-Modell ist, pun intended. Das Plus-Modell habe ich noch nicht hier, da konnte ich die Akkulaufzeit noch nicht testen, aber ich würde sagen, bei 14, 14 Pro und 14 Pro Max ist die Akkulaufzeit ungefähr ähnlich. Je
nachdem, ob ich Always On Display an oder aus habe, kann die ein bisschen besser oder ein bisschen schlechter als beim iPhone 13 Pro bzw. 13 Pro Max sein. Geladen wird wieder in einer halben Stunde auf 50%, außer beim Plus-Modell, das braucht 35 Minuten von 0 auf 50%. Leider muss ich sagen, hat Apple den Lightning-Port nicht geupgradet. Das heißt, wir haben weiterhin USB 2.0 Geschwindigkeiten für ProRes und ProRAW-Dateien. Und weil da schon sehr schnell große Dateimengen zusammenkommen, vor allem jetzt bei den Pro-Modellen mit der 48-Megapixel-Kamera, auf die ich gleich zu sprechen komme, wo ein Foto dann locker 60 bis 90 Megabyte groß sein kann. Schade. Also bedenkt das bitte, ihr Pro-User, wenn ihr die iPhones kauft. Es gibt auch einen neuen Beschleunigungssensor, der bis zu 256G an Beschleunigung erkennen kann, was dann in einem Feature namens Unfallerkennung sich wiederfindet, weil die iPhones jetzt erkennen können, ob man in einem Autounfall mit verwickelt ist. Und das bedeutet, wenn sie erkennen, dass da ein lautes Geräusch ist, dass gleichzeitig eine große Beschleunigung ist und dass das GPS halt auf einmal an einem Ort stehen bleibt, dann kann man daraus errechnen, okay, ist wahrscheinlich gerade ein Unfall passiert. Das gibt es in allen iPhones. Ist ein Feature, was man niemandem wünscht, dass man es braucht. Aber wenn man es braucht, ist man sehr dankbar, dass es da ist. Denn dieses Feature verständigt dann die Rettungskräfte und sagt denen, okay, an diesem Ort ist zu dieser Zeit jemand verunfallt. Schick doch mal jemanden hin. Sehr gutes Feature auf jeden Fall. Den größten Unterschied gibt es aber bei den Kameras, denn hier haben vor allem die Pro-Modelle das Update bekommen. In den 14er-Modellen kann man sagen, sind quasi die Kameras vom iPhone 13 Pro vom letzten Jahr verbaut, außer die Telekamera. Und die nehmen 4K 60 auf, die machen sehr schöne Bilder. Und ich denke, das sind für die meisten Leute, die dieses iPhone kaufen, die besten Kameras, die sie je in ihrem Leben besessen haben. Damit macht man auf jeden Fall nichts falsch. Die Pro-Modelle legen aber nochmal ein bisschen was drauf. Denn zum einen sind die Kameras hier ein kleines bisschen weitwinkliger geworden und lichtstärker und es gibt jetzt einen neuen 48-Megapixel Hauptsensor. Das ist das erste Mal seit vielen, vielen Jahren, dass Apple was an der Auflösung von dem Sensor verändert hat. Dazu ist auch der Sensor nochmal ein ganzes Stück größer geworden und einer der größten Sensoren in Smartphones, die ich aktuell kenne. Nicht der allergrößte, es gibt so ein paar kleine Smartphones, die noch ein bisschen größere Sensoren haben, aber auf jeden Fall ein sehr, sehr großer Sensor, was natürlich hilft mit zum Beispiel Hintergrundunschärfe, aber auch bei wenig Licht zum Beispiel. Der Sensor, der liest immer 4 Pixel aus und kombiniert die zu einem, um damit rauschfreier zu sein, also besser bei Dunkelheit zu sein, bessere Farben zu machen, besser Kanten erkennen zu können und rechnet das Ganze dann auf 12 Megapixel runter, ne? Und das ist sehr cool. Es gibt aber auch einen 48-Megapixel-Modus. Wenn man ProRAW aktiviert, dann kriegt man die volle Auflösung, wenn man das möchte. Apple hat aber auch die Bildverarbeitung noch mal ein bisschen überarbeitet. Da greifen jetzt solche Sachen wie Deep Fusion und so schon ein bisschen früher im Prozess ein, nämlich schon bei den rohen Bildern, wie sie aus dem Sensor kommen. Und damit und mit den offeneren Blenden sollen die iPhones noch mal besser im Lowlight geworden sein. Und ich denke, das sieht man auf jeden Fall. Wo wir gerade dabei sind, wie sind denn die Fotos von den Geräten? Die Bilder von iPhone 14 und 14 Pro sehen sehr ähnlich aus. Nicht nur untereinander, sondern auch zwischen allen Kameras. Das ist wirklich toll. Apple traut sich dieses Jahr noch etwas kontrastreichere Bilder zu, mit mehr Schärfung und insgesamt mehr Verarbeitung. Das sieht meistens sehr gut aus, arbeitet für meinen Geschmack aber ab und zu etwas zu stark. Aber vor allem bei guten und mittelmäßigen Lichtverhältnissen kommen hier fantastische Bilder raus. Man merkt die größeren Blenden und auch das Arbeiten der Photonic Engine, vor allem an Kanten und wiederkehrenden Elementen sowie bei weniger Licht. Das Pro hat mit dem neuen größeren und höher auflösenden Sensor ein etwas besseres Rauschverhalten und teils eine höhere Schärfe. Und vor allem mit ProRAW kann man unglaublich viel aus den Bildern rausholen und das bei einer extrem hohen Auflösung, die erstaunlich rauschfrei ist. Nur schade, dass die Zoomlinse kein Update bekommen hat. Videos sehen wie immer fantastisch aus und sind nochmal besser stabilisiert, auch ohne Action-Modus und immer noch der Benchmark für alle anderen Smartphones. Außerdem kommen die Pro-iPhones mit einem adaptiven True-Tone-Blitz, der das Licht der Objektentfernung anpasst, ein bisschen mehr digitalen Zoom mit diesem Zweifach-Zoom, Nachtmodus-Porträts, einen deutlich verbesserten Makro-Modus durch die verbesserte Weitwinkelkamera und Apples ProRAW sowie ProRes Video. In 4K aber erst ab 256 GB Speicher, vorher ist er wahrscheinlich nicht schnell genug, da gibt es nämlich sonst nur mit Full-HD. Der Kinomodus ist jetzt auch endlich in 4K verfügbar und tatsächlich auch nicht nur in 30, sondern auch in 25 Bildern pro Sekunde, was ein ganz nettes Feature ist und meiner Meinung nach funktioniert er auch nochmal ein ganzes Stück besser als bei den iPhone 13er Modellen, was auf jeden Fall ein Plus ist. Und ganz neu gibt es jetzt auch den Action-Modus, der ein bisschen in den Sensor einkroppt, aber dann wirklich so Gimbal-like, ein bisschen wie eine GoPro oder halt ein Handy auf einem Gimbal oder einer Kamera, sehr stark stabilisiert und damit, auch wenn man wirklich durch die Gegend rennt und etwas filmt, da benutzbare Aufnahmen draus macht. Die Auflösung ist, wie gesagt, mit 2,8K ein bisschen geringer. Aber ich muss sagen, es ist echt noch in Ordnung und es ist wirklich beeindruckend,
dass ich damit halt wirklich durch die Gegend rennen kann und danach ein brauchbares Ergebnis habe. Die Kamera geht im Standard immer auf 0,5-fach Vergrößerung, was ich persönlich finde, das ist ein, na, rauscht halt mehr und man braucht auch genügend Licht, damit es bestmöglich funktioniert. Aber wenn man dort was Gutes rausbekommt, dann sehen die Dinge auch wirklich gut aus, also wenn es genügend Licht ist. Kinomodus als auch Actionmodus sind aber auf allen iPhones verfügbar. Die Frontkamera hat wieder 12 Megapixel und eine f1.9 Blende, aber jetzt auch erstmalig Autofokus. Und die Verbesserung sieht man auf jeden Fall. Am Ende muss man immer abwägen, welches Feature ist für mich wertvoll und wie viel Aufpreis bin ich dafür bereit zu zahlen. Deswegen habe ich euch jetzt in diesem Video alle Feature-Unterschiede von den iPhones gezeigt. Das iPhone 14 ist also für alle, die ein stabiles Smartphone haben wollen, was gut läuft, was eine gute Akkulaufzeit hat und vor allem auch eine richtig gute Kamera. Und in der Plus-Version gibt es ein deutlich größeres Display und auch nochmal eine deutlich bessere Akkulaufzeit, allerdings für 100 Euro mehr. Im iPhone 14 Pro gibt es alle Pro-Features, das heißt sowas wie die dritte Kamera, wie die 48-Megapixel-Kamera, Apple Pro RAW und ProRes Video, das ProMotion Display und auch den Apple A16 Bionic und auch das Always-On-Display und natürlich die Dynamic Island. Das Ganze lässt sich aber Apple auch nochmal mit einem ordentlichen Aufpreis bezahlen. Und wenn mir das nicht reicht, wenn ich mehr Display brauche, wenn ich mehr Akku brauche, wenn ich tagelang damit wegfahre ohne Ladegerät, wenn einfach jeder Shot sitzen muss, egal um welche Uhrzeit und wie lange ich jetzt schon unterwegs bin, dann ist das iPhone 14 Pro Max die richtige Wahl. Es ist aber auch das teuerste Smartphone aus dieser Reihe. Insgesamt sind alle iPhones teurer geworden. Wenn man jetzt sagt, okay, ich will das nicht in Cash kaufen, sondern lieber vielleicht mit meinem Vertrag zu kombinieren, da kommt der Videosponsor Vodafone zum Einsatz. Bei Vodafone bekommst du das iPhone 14, das iPhone 14 Plus und das iPhone 14 Pro schon ab 1 Euro im Gigamobil M. Und wenn du dein altes iPhone in Zahlung gibst, bekommst du einen garantierten Rückkaufwert. Ich persönlich finde das aktuelle iPhone-Lineup ziemlich stark, aber auch ziemlich teuer. Welches iPhone interessiert euch am meisten und werdet ihr euch eins der neuesten iPhones kaufen? Schreibt es mal unten in die Kommentare. Dann vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.